Und entweder ist hier irgendwo ein Wasserfall oder hier ist eine unterirdische Höhle, was ich aber noch nicht glaube. So, ich mache euch hier mal ein bisschen Licht, damit ihr das auch seht. Ich achte da jetzt nicht unbedingt auf die formvollendete Schönheit der Fackelanordnung. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, bevor wir hier alles ausheben, grabe ich hier einfach mal weiter, dass wir einen Keller mit mehreren Stockwerken haben. Was sagt ihr denn dazu? Das ist doch schon mal ein Anfang. Wie gesagt, wir begeben uns jetzt mal auf Kohlejagd, sobald wir Kohle haben. Huch, hier ist Erde. Sobald wir Kohle haben, werden wir, wenn wir überhaupt Kohle finden, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Und wie ich bereits 10.000 Mal angefangen habe, sobald wir Kohle haben, werden wir dann Glas, Sand zu Glas verarbeiten. Eisen! Juhu! Moment, ja. Und jetzt gehen uns auch schon die Leitern aus. Ja, das ist so eine Sache. Was machen wir denn da? Wir haben ja eh noch genug Krempel dabei, also können wir uns da gleich noch einen Block reinschneidern. Ansonsten graben wir uns von hier aus mal einfach in alle Richtungen. Das kann ja nicht schaden. Wir können es ja hinterher noch zum richtigen Tunnelsystem ausheben. Aber jetzt wollen wir erstmal nur irgendwie Kohle finden irgendwo. Und das geht ganz gut, wenn man sich einfach tief in einen Berg reingräbt. Habe ich eine Schaufel dabei? Eine einzige habe ich noch dabei. Also das Geröll kann man auch super mit Schaufeln wegarbeiten. Ich mache dazu mal eine kleine Fackel hier hin, dann seht ihr das auch. Moment. So. Und da haben wir schon Kohle. Wer sagt's denn? So, dann grabe ich mich mal da nach vorne. Feuersteine haben wir jetzt auch. Das heißt, wir können uns bei Bedarf, das lasse ich mal, da können wir uns bei Bedarf noch Feuerzeuge basteln. Und dann schauen wir mal. Ich habe eh noch so einiges vor für das Schlösschen. Da werde ich im Let's Show, werde ich das so machen, dass ich Dinge ausprobiere, die ich dann mit ins Let's Play einfließen lasse. Das heißt, ihr habt jetzt vielleicht bei der letzten Folge die sogenannten Lava-Spots gesehen. Und die würde ich gerne gucken, ob man die nicht so in so einen Boden einbauen kann. Da muss ich aber noch gucken, weil ich möchte den Boden dann gern aus weißer Baumwolle haben. Das sieht nämlich sehr edel aus. Und in dem Boden dann so Lava-Spots, aber möglichst ohne, dass dann sofort alles wegbrennt. Ich mache hier nochmal eine Fackel hin. Ich versuche jetzt immer dran zu denken mit den Fackeln. Ist nur nicht immer ganz so einfach, weil man denkt ja nicht mal dran. So. Ach naja, egal. So. Dann heben wir jetzt erstmal die ganze Höhle aus, bevor wir die Kohle abbauen. Einfach um zu gucken, was hier auf uns wartet. Welche Reichtümer wir hier noch entdecken oder vielleicht Durchgänge. Weil für diejenigen unter euch, die nicht selber Minecraft spielen oder gespielt haben, es ist immer so, wenn man ein Höhlensystem findet, also wenn man das Glück hat, ein Höhlensystem zu finden, dann geht das oftmals richtig tief in die Erde rein, ist richtig groß und da stößt man entweder von der Oberfläche aus drauf oder ganz durch Zufall, indem man einfach sowas macht, was ich hier gerade mache. Man legt Höhlen frei oder buddelt sich einfach wie ein Maulwurf durch die Landschaft. Das ist jetzt momentan nicht ganz so spannend. Aber wie gesagt, ein Minecraft-LP ist nicht unbedingt immer nur Aufregung und Action, sondern auch mal einfach stupides Rumbuddeln und Graben und nach Rohstoffen suchen. So, hier haben wir schon mal nichts gefunden. Aber dafür haben wir jetzt eine schöne Höhle ausgegraben, die uns genau gar nichts bringt. Das ist doch auch mal was. Lalalala. Beim Strand gibt es einen, also bei Sand gibt es einen Trick, wie man total schnell abbauen kann, aber der funktioniert bei Geröll, glaube ich, nicht. Ich probier mal, nee. Wenn man da so nach schräg unten gräbt, dann rutschen die anderen Blöcke total schnell nach, aber das geht hier leider nicht. So, ach, da habe ich ja schon wieder, nee, Moment, du kommst dahin. Und Schaufeln, die verbrauchen sich so schnell, das gibt's gar nicht. Vor allem diese Steinschaufeln. Da haben wir jetzt zwar ein bisschen was weggeräumt, aber alles in allem ist das natürlich nicht viel. Oh Gott, hier ist noch überall Erde. Die Episode wird bestimmt irgendwas mit Maulwurf heißen oder so. La 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 la. Ja, Geröll ist an sich ziemlich unnütz eigentlich.
genau wie Erde an sich eigentlich unnütz ist, obwohl man darauf halt Sachen wenigstens anbauen kann. Aber Geröll ist einfach nur dazu da, also ich persönlich nutze es eigentlich nur, um einen Kiesweg oder ähnliches auszuheben und das war's, nicht auszuheben, anzulegen. Und das war's aber auch schon. So, wenn das weiter so geht, gehen uns hier bald die Schaufeln aus. Das ist ein wirklich super Erdvorrat, den wir hier haben. Moment, ich mache hier mal wieder eine Fackel dran, obwohl das total unnötig ist, aber naja. Und hier hole ich mal die ganze Erde, weil wir momentan noch keine haben. Und Erde auf Vorrat zu haben, kann nie schaden, wenn man billiges Baumaterial braucht oder vielleicht mal unter sich oder in die Höhe bauen will, um irgendwo hochzukommen. Das zeige ich euch später mal. Da setzt man einfach einen Block Erde unter sich, hüpft dann, also springt in die Luft, setzt einen Block Erde unter sich und dann macht man das immer so weiter, bis man ganz weit oben ist. So kommt man zum Beispiel auch Klippen rauf, wenn man keine Leiter dabei hat. Und runter kommt man dann genauso, indem man einfach die Erde unter sich weggräbt und das war's dann. So, Schaufeln habe ich jetzt gar keine mehr, oder was? Das ist ja unglaublich. Na gut, also hier, das zeige ich euch mal ganz kurz hier. Hupp, hingesetzt und schon kommen wir hoch. Gar keine Schaufeln mehr. Alter Schwede, wir schaufeln uns hier das eigene Grab. Gut, das macht man eigentlich nicht. Geröll mit der Spitzhacke wegmachen, das habt ihr jetzt mal nicht gesehen. Ich bin manchmal einfach zu faul zum Wechseln. Und wenn wir eh 10 Spitzhacken dabei haben, dann ist eh Wurst. Das Blöde ist, wir müssten eigentlich so auf eine richtige Minenexpedition gehen. Um Kohle zu sammeln, um Rohstoffe zu sammeln. Und das reicht hier eigentlich alles noch gar nicht. Das ist alles nur Pillepalle. Man sieht aber schon, wir haben hier eine relativ, in kurzer Zeit eine relativ große Höhle ausgehoben. Und so nach und nach, wenn man dann auch auf ein Höhlensystem stößt, dann geht das schon recht zügig. Nur muss man immer aufpassen, dass man auch wieder zurückfindet. So, hier ist die Leiter. Kommen wir da noch dran? Nö, überhaupt nicht. Dann mache ich mal Folgendes. Dann setze ich hier mal ein Stück Erde hin. Zack, und schon kommen wir an die Leiter dran. Aber das wollen wir noch gar nicht, weil vielleicht gehen wir mal einfach in die Richtung und gucken mal, was da so ist. Wir graben uns jetzt nicht bis zur Lava runter, weil das dauert einfach zu lange. Da würde ich vorschlagen, fürs Let's Play suchen wir uns wirklich erstmal ein Höhlensystem und dann suchen wir uns dadurch die ganzen Creeper und so einen Weg. Und hier haben wir schon wieder Eisen, das ist ja unglaublich. Und nochmal Eisen. Und vielleicht sollte ich mal eine Fackel dran machen. So. Und wo Eisen ist, kann man immer noch mal gucken. Da versteckt sich noch mehr Eisen. Da kann man auch mal in die Tiefe graben oder vielleicht mal ein paar Klötze weitergraben. Und manchmal findet sich dann noch mehr Eisen, das sich da ein bisschen versteckt. Das gleiche bei anderen Materialien. Das geht immer ganz gut, wenn man einfach mal ein paar Klötze in der Gegend untergräbt, kaputt schlägt. Dann kann man dann nach weiteren Materialien forschen. Und ich habe die Vermutung, wir werden hier nirgends rauskommen. Aber so mache ich das ganz oft, dass ich mich einfach in die Tiefe grabe und mal gucke, was da kommt. Man weiß es ja nicht. Da habe ich schon so manches Dungeon gefunden, schon so manche Lavahöhle, schon so manchen Tunnelabschnitt. Und das Lustige ist, ganz oft passiert es einem auch, wenn man länger spielt und schon mehrere Tunnelsysteme hat, dass man diese miteinander verbinden kann. Und dann nach und nach so eine unterirdische Landschaft, die sich verbindet, dann zusammenstellt. Und wenn das passiert, dann kann man den Gang auch noch ein bisschen breiter machen, mehr Fackeln rein und dann sieht es aus wie so ein kleiner unterirdischer Stollen, der dann aber auch noch Sinn hat und irgendwo hinführt. Und nicht einfach nur 1000 Sackgassen hat, die ins Nichts führen, wie diese hier zum Beispiel gerade. So, jetzt wieder eine Fackel dran, damit ihr was seht. Ja, ich glaube, ich werde diese Folge hier Maulwurf nennen. Das setzt sich zusammen aus Gronkhals Maul und vielleicht gelingt dir bald ein großer Wurf. Und hier haben wir schon einen kleinen Wurf. Immerhin haben wir ein bisschen Kohle gefunden. Und genau die suchen wir ja gerade. Das ist doch schon mal super. Und das alles noch ohne Zombies, ohne Creeper, ohne irgendwas, sondern einfach hier ganz bequem durch unser selbstgegrabenes Höhlensystem. Zack. Bequemer geht's ja kaum. Ist halt nur ein bisschen, ist nicht immer besonders spannend. La 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 la. Lalalalalala. Ich kann euch ja was vorsummen. Ich habe hier gerade keine Musik im Ohr und es ist ziemlich eintönig, ohne Musik zu spielen.
Ich würde ja sonst immer irgendwie MP3s oder so im Hintergrund laufen lassen, die dann thematisch auch passen, aber das nimmt Fraps eh nicht auf. Und wenn ich dann anfange, irgendwas zu singen zu den MP3s, dann ist natürlich richtig scheiße, weil die Musik dann fehlt. Und dann denken sich alle, oh, der Gronkh, was ist denn das für ein Psycho? Also noch mehr als sonst natürlich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle gefunden. Ich grab hier einfach mal die Spitzhacke nochmal kaputt, damit die sich verbraucht. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen an die Oberfläche. Ich muss bei diesen Minecraft-LPs auch so ewig viel quatschen. So, jetzt gehen wir mal an die Oberfläche, wie versprochen. Ich muss hier so ewig viel quatschen, um dieses Gegrabe zu überbrücken. Das ist ja teilweise schon richtig Arbeit geworden. Da verhaspelt man sich auch ab und zu mal. So, ihr seht, ich probiere hier wieder ein bisschen rum, ob ich da vielleicht noch Eisen finde. Hier habe ich leider kein Glück. Huch, lass mich raus. So. Und jetzt geht's wieder nach oben an die frische Luft. Das wird ja auch mal Zeit. War das hier? Ja, hier. Huch, hier war das. Vielleicht sollte man hier auch mal eine Fackel anbringen. Es ist so dunkel hier. So, wir haben 35 Kohle. Damit können wir jetzt... Es ist wieder Nacht geworden draußen. Das ist ja super. Ach, es geht ja noch weiter nach oben. Und mit den 35 Kohlen auf Tasche können wir jetzt hier immer so ein bisschen Gezuppel erhitzen. Das ist doch schon mal super. Hier haben wir 40 Glasklötze. Und dann hauen wir da nochmal 47 rein. Und die 35 Kohle, da ballern wir da noch ein paar rein. Und parallel dazu machen wir hier noch ein paar rein, damit wir noch mehr Glas parallel kriegen. So, und so kann man sich nämlich ganze Werkstätten voller Schmiedeöfen machen, wenn man es besonders eilig hat mit Spielen. Ich mache das jetzt fürs Let's Play. Persönlich habe ich sonst immer, ich weiß nicht, maximal 3 Schmiedeöfen im Einsatz, wenn ich es wirklich eilig habe und viel Glas brauche. Und das hier sieht doch irgendwie scheiße aus, oder? Was ich jetzt aber mal mache, das versuche ich gerade mal. Das wollte ich eigentlich im Dingens machen. Im Let's Show. Ich bastel mir hier mal irgendwie... Ja, 4 Treppen ist super. Ich habe es im Let's Show auch schon gemacht, aber noch nicht so richtig. Wo mache ich denn das? Da mache ich mal hier einmal hin. Zack, zack, zack. Da hat man jetzt so eine Holzbank. Und hier würde ich gerne auch so eine Dreierreihe hinmachen. Aber ich glaube, dazu werde ich den Sand gleich mal wegschippen, weil ich hätte lieber Holzklötze, von denen ich jetzt natürlich auch nur noch wenig habe. Wir haben hier nur wenige Rohstoffe, weil wir so viel bauen immer. Und das Rohstoffe abbauen... Da könnte ich eigentlich nochmal eine Umfrage starten, ob ich Rohstoffe vielleicht abseits vom Let's Play sammeln soll. Einfach nur, damit es schneller geht... damit wir schneller vorwärts kommen, schneller bauen können. Oder ob ihr die volle... Was mache ich denn da? Ich Idiot. Oder ob ihr die ob ihr die volle Let's Play-Dröhnung haben wollt. So, dass wir auch gemeinsam alle Rohstoffe sammeln und alles machen und hast du nicht gesehen. So, wie gesagt, könnte auf Dauer ein bisschen langweilig werden. Aber das könnt ihr ja dann entscheiden, wie ihr das lieber mögt. Ich finde die Fackeln auf der Höhe auch irgendwie ganz schön scheiße. Na, ist auch egal. Kackhaus hier, will doch keiner haben. So, jetzt mache ich nochmal ein paar Treppchen. Moment. Das geht der Flotti Galoppi hier. Lalala. Und da haben wir schon Treppchen. Und die haue ich jetzt hier nochmal an die Wand. Pam, pam, pam. Ja, sieht natürlich spitzomatig aus. Also das mit den Treppen ist so eine Sache. Es gibt bei Minecraft so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Der eine Typ hat es so gut erklärt. So eine Südostregel oder sowas, oder Südwest oder keine Ahnung, dass Dinge sich immer nach bestimmten Windrichtungen ausrichten. Wie zum Beispiel, wenn ich hier jetzt ein Treppchen hinbaue, also so eine Bank als Treppchen, dann zeigt die immer in diese passende Richtung hier. Aber wenn ich die jetzt hier hinbaue, dann wird die versuchen, sich nach da und dahin auszurichten. Und das ist natürlich richtig scheiße, weil ich würde hier gerne zum Beispiel eine Wohnzimmerecke bauen, da könnte man hier ein schönes Tischchen hinmachen mit Sitzen und so. Aber so geht's natürlich nicht. Das ist natürlich ultra kakomatik, das will auch keiner haben. Es sei denn natürlich, ich mache hier noch so eine Dinger hin. Da habe ich vielleicht eine Idee, warte mal.